Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Heute wieder mit dem lieben Tobias Steinhäuser. Hallo lieber Tobias, schön, dass du Zeit gefunden hast. Hi Silke, ja danke für die Einladung. Ja, die meisten von euch kennen den Tobias. Wir haben in den letzten Jahren schon etliche Interviews zusammen gemacht. Verschiedene Themen rund um die Gesundheit sind wir angegangen, haben versucht, ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. Und ja, heute wollte ich gerne mit dir ein Thema angehen, auch gewisse Impulse setzen, nochmal bewusst machen, wir sind nicht nur Körper, also wir sind nicht nur, also wir existieren nicht nur auf materieller Ebene, sondern es gibt auch die Seele, also Gefühlsleben, Emotionen und den Geist, also unseren Intellekt, Bewusstsein, unser Wesen. Genau, da möchte ich einfach mal so heute mit dir ein paar Impulse setzen. Und ausschlaggebend war ein Kommentar. Ich weiß nicht, ich glaube, der kam unter ein gemeinsames Video von uns, wo wir über eine gewisse Entgiftungsmethode gesprochen haben, die ganzheitlich wirkt, in meinen Augen auch sehr effektiv ist, aus meiner Erfahrung heraus mit vielen Menschen. Und ich möchte euch diesen Kommentar einfach mal vorlesen und da wollen wir noch mal ein bisschen dann im Laufe des Videos drauf eingehen. Da schrieb einer: Mich stört, dass es eine Wirkung auf den Kopf und auf die Emotionen hat. Ging es lediglich um körperliche Heilprozesse, dann würde ich es auch ausprobieren. Aber wenn es einen Effekt auf Geist und Emotionen hat, dann lasse ich lieber die Finger davon. Das hat mir der Tobias geschickt und dann habe ich gedacht, okay, also entweder ist diesem Menschen nicht bewusst, wir sind aber Körper, Geist und Seele. Und wenn etwas ganzheitlich funktioniert, wenn wir ganzheitlich gesunden wollen, ist es wichtig, diese Ebenen zu betrachten und auch effektive Werkzeuge zu haben, die darauf Einfluss nehmen können, im positiven Sinne. Oder dieser Mensch hadert noch, hat gewisse Programmierungen in sich und möchte sich nicht wirklich mit gewissen Themen auseinandersetzen, die vielleicht wichtig wären, um ganzheitlich zu gesunden. Und ich habe auch kürzlich dazu ein schönes Bild gefunden, das blende ich mal ein. Und das blenden wir ein. Körper eben auf materielle Art, dann was die Seele ausmacht und was den Geist ausmacht. Ich finde, das symbolisiert das ganz gut. Ja, wenn wir eine Ernährung umstellen, Tobias, du hast ja auch vor langer Zeit die Ernährung umgestellt, hast du vegetarisch, dann vegan, dann viel Rohkost, hast du auch viel experimentiert und auch gefastet, du hast auch viele Erfahrungen mit Fastenmethoden, ob es Trockenfasten, Wasserfasten, Saftfasten ist, da merken wir auch schon, da passiert nicht nur was auf körperlicher Ebene. Also es passiert auch was mit den Emotionen, es können gewisse Emotionen hochkommen, gewisse Traumata hochkommen. Es kann auch was mit dem Geist machen. Man wird klarer oft, man hat mehr Fokus, das Bewusstsein öffnet sich. Du hast ja auf deinen Kanälen auch ganz viele Bewusstseinsthemen. Also das war immer schon eine wichtige Säule in deinen Themen, die du nach außen getragen hast. Und ja, ich würde gerne einfach mal an dich abgeben, deine Sichtweise, ja, Körper, Geist und Seele. Ja, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen, bei dem Kommentar, wo ich ihn gelesen habe. Ich fand eigentlich die Frage oder die Erkenntnis so, wirkt es auf Körper und Geist, eigentlich ganz interessant. Und dann fand ich es lustig, dass die Schlussfolgerung genauso andersrum war. Für mich wäre es so, hätte jemand gesagt, das wirkt ja auch auf Körper, auf Seele und Geist. Dann, ja cool, dann probiere ich es aus. So, das fand ich interessant, dass dann genau die gegensätzliche Schlussfolgerung war. Ja, aber es ist halt immer verknüpft. Ich meine, man sieht es bei Kindern so, wenn man sich freut, es drückt sich körperlich aus. So, man wirft die Arme nach oben, man hat ein Lächeln im Gesicht. So, Körper, Geist ist halt einfach verbunden. Oder auch bei Tieren hat man auch beobachtet, wenn die zum Beispiel gejagt wurden und dann Stresshormone ausschütten und so weiter, um das wieder auszugleichen. Dann liegt oft ein Reh, wenn es gejagt wurde, danach kurz einfach da, ist irgendwie am Zittern, so. Zuck, lässt das ganze körperlich raus und dann ist es aber auch wieder verarbeitet körperlich und es ist einfach verbunden. Ich meine, mittlerweile gibt es auch genug Studien dazu, auch wenn man zum Beispiel mal beim Darm schaut, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, ja, das Immunsystem, Serotoninbildung, Glückshormone und so weiter hängt einfach direkt mit dem Darm zusammen und wenn der Darm nicht in einem guten Zustand ist, dann ist es schwierig, selber gut drauf zu sein. Und ja, da merkt man halt schon, dass es verknüpft ist und ja, aus der Erfahrung heraus halt auch. Man merkt es zum Beispiel auch, wenn der Körper eben stärker irgendwie am Entgiften ist und man schaut dann wirklich, dass man das ausleitet. Oder ich hatte es auch mal, wenn man einen Lauf gemacht hat, vorher noch irgendwelche Gedanken so, ey, was hat das Leben überhaupt für einen Sinn? Und dann 10 Minuten später denkst du dir, oh, okay, was habe ich gerade eigentlich gedacht? Also es ist halt sehr eindeutig verknüpft, Körper und Emotionen. Vielen ist es vielleicht nicht mehr so bewusst, aber wie gesagt, da gibt es ja auch genug Studien mittlerweile zu. Oder im Ayurveda oder Yoga hat man auch immer gesagt, wenn ein Patient mit psychischen Störungen kommt, dass das Erste, was gemacht wird, den Darm komplett entleeren. So, wenn der Darm mal wieder da komplett alles raus ist und dann zu gucken, okay, was ist da? Aber das hat auch schon große Auswirkungen auf die Psyche der Darm.
ja, kann man eben feststellen, auch selber. Ich sag mal, Kindheit, Jugend habe ich das auch noch nicht so gemerkt, weil man es einfach die Verbindung gar nicht da war und nicht bewusst war und weil man halt auch so viel durcheinander gemacht hat, dass man das selber gar nicht nachvollziehen kann. Wenn man irgendwie den ganzen Tag irgendwie gesnackt hat und irgendwas durcheinander gegessen hat, dann konnte man da jetzt nicht direkt sagen, hey, okay, was hat das für Auswirkungen? Aber es ist auf jeden Fall eine Auswirkung da und man kann die auch am eigenen Leib spüren. Und es gibt natürlich irgendwelche Mittel, die dann nochmal speziell noch mehr Auswirkungen haben auf die Emotionen, auf den Geist. Aber im Prinzip haben alle Methoden, wenn man es zulässt, mit auch die Auswirkungen auf den Geist, auch eben beim Fasten dann. So, wenn man da wirklich, weil mit der Ernährung ist es ja genauso, man hat ja oft verdrängt gewisse Themen, so wenn man unter Stress ist auf der Arbeit, wenn man irgendwie mit dem Partner streitet, in der Familie alles hektisch ist, dann greift man halt eher mal zu Chips und irgendwelchen fettigen, süßen Sachen und sonst was und kompensiert halt dann damit. Und wenn man das nicht macht, ja, dann kommt es halt auch raus, diese Emotionen. Und ja, genau, das ist dann eben ja auch wieder direkt mit dem Körper verknüpft. Tja, dieses Ganzheitliche finde ich eins der wichtigsten Punkte heutzutage, was halt oft auch fehlt, weil viele wollen dann auch nicht an die vielleicht mal ein bisschen unangenehmen Themen, anfangs unangenehmen Themen. Es ist aber dann trotzdem wie so, wie man auch so schön sagt, ein Stein, der einem vom Herzen fällt, wenn man wirklich mal gewisse Sachen zulässt, die anzuschauen. Und ja, finde ich super wichtig, weil oft sonst halt einfach nur so ein Punkt rausgesucht wird. Manche picken sich dann die Ernährung raus, optimieren da alles zu 100%, aber lassen dann gar nicht die Themen, die dann oft damit einhergehen, zu, ja, dass die dann rauskommen können. Und das finde ich super wichtig. Also ich habe da auch eine interessante Erfahrung gemacht, eben bei einer effektiven Entgiftungsmethode. Erst hat sie es auf körperlicher Ebene gezeigt mit Juckreiz. Also ich weiß auch von gewissen Fastenkuren oder Obstkuren, dass ich schnell, also dass die Haut schnell reagiert, wenn etwas rauskommt über die Haut. Die Haut ist ja mit, ja, ist ja auch ein Entgiftungsorgan, nicht nur jetzt der Darm oder die Niere oder die Leber, auch die Haut. Und da habe ich immer ganz schnell in den letzten Jahren gemerkt, jetzt kommt wieder was raus, jetzt entgifte ich. Und da habe ich das sehr stark mit Juckreiz gemerkt, auch dass die Lymphknoten anschwellen. Also das war eben auf körperlicher Ebene. Dann, das hatte ich dir auch erzählt, ich hatte auch ein Video dazu auf YouTube gemacht, dann kam bei mir ganz viel Wut und Ärger, also die emotionalen Themen hoch. Und ich habe gedacht, was ist das jetzt? Hatte ich ja ausführlich beschrieben, das kannte ich so noch nie. So viel Wut, so viel Ärger. Ich habe es kaum in meinem Körper ausgehalten. Das kannte ich so nicht, diese Wucht, diese Intensivität. Und habe das eben dann mit einer Freundin, der ich das berichtet habe, habe das so aufgearbeitet. Als sie mir erklärt hat, was das ist, worum das hochkommt, und sie kannte mich ja auch persönlich und konnte das richtig gut einordnen, da hat sich dann ein Schalter im Kopf umgelegt. Da konnte ich das dann loslassen und konnte es annehmen und konnte es rauslassen. So, also da gehört auch mal dazu, ja, an die Tür zu knallen, rumzuschreien. Das darf man dann auch mal rauslassen, wenn man sein Umfeld darüber informiert. Ich mache gerade eine Phase durch, nicht persönlich nehmen. Genau. Und dann nach dieser emotionalen, heftigen Entgiftung, also auf der seelischen Ebene, dann kam dann mehr Bewusstsein, mehr Fokus, mehr Klarheit, mehr inneren Frieden, was ich eben so auf dieser geistigen Ebene verordne. Ja, also das war sehr, sehr interessant. Das hat ein paar Monate gedauert und das war mein intensivster Prozess auf diesen drei Ebenen, was da möglich ist. Und das ist, ja, dass ich es nur jedem wünsche, dass er wirklich an seine inneren Themen herankommen kann. Also ich habe ja vorher auch schon viel, ne, über Ernährung fast, man hat ja schon immer regelmäßig angefangen, an seinen Themen zu arbeiten. Ich sage immer so, ich weiß nicht, wer das mal geprägt hat mit der Zwiebel, dass man so die Schichten so abschält oder die ganzen Konditionierungen, die Programmierungen, denen man so ausgesetzt ist über die Eltern, Schule, was so von der Gesellschaft erwartet wird, ne? Dass man, ja, dass man mit einem gewissen Bewusstsein und gewissen Methoden einfach erkennen kann, wer man wirklich ist. Das hat sich für mich so herauskristallisiert, zu erkennen, wer man wirklich ist, was so wirklich der ureigenste Kern ist von einem. Ja, und da gehören eben so gewisse Prozesse dazu, die Ernährung umzustellen, gewisse Bewusstseinsarbeit, eine gewisse effektive Entgiftung. Also es gibt ja viele Werkzeuge, ob das auch Barfußlaufen ist, du bist ja auch viel in der Natur, du machst auch Meditation, Atemübung, Yoga, du hast ja auch gewisse Rituale, die du regelmäßig machst, auch mit deinen Klienten im Programm. Und ich denke, es ist einfach so wichtig, dass uns ganzheitlich zu betrachten und auch immer wieder Impulse nach außen zu geben, ja, wie man da gut ganz wieder werden kann, ganzheitlich gesunden. Und ich denke, es ist wichtig, das immer wieder nach außen zu tragen. Heilung, der Begriff Heilsein,
kommt auch von ganz sein. Das ist ja auch dann so, früher der Arzt hat ja auch noch gefragt, so was fehlt Ihnen? Was muss dazu kommen, dass man ganz ist so und dass man wirklich ja, sich wieder als Ganzes wahrnimmt? Und das, denke ich, wäre schön, wenn es da wieder mehr hingeht. Und ja, der wichtigste Punkt, ja, nicht nur die Symptome dann zu bekämpfen, sondern wirklich an die Wurzel zu gehen und ja, ganzheitlich an die Sache ranzugehen. Ich danke dir, liebe Tobias. Gerne. Genau, ich werde auch alles vom Tobias verlinken, den YouTube-Kanal oben in den Infokarten. Tobias hat eine Webseite, Tobias ist auf Facebook, Tobias ist auf Instagram, da findet ihr den Tobias. Und wenn ihr Fragen zu dieser effektiven Entgiftung habt und euch dafür interessiert, dann schaut einfach auch unter dieses Video, da findet ihr dann auch die nötigen Informationen oder eine Anlaufstelle, wo ihr uns da kontaktieren könnt. Tobias, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich freue mich auch auf weitere Videos mit uns. Und ja, euch da draußen alles Liebe, alles Gute. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen was von diesem Video mitnehmen. Wir wünschen euch eine wundervolle Zeit. Bis ganz bald.